Schaut mal, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag und ich hoffe, ihr habt es sehr gemütlich zu Hause. Weil zu Hause werden wir jetzt alle für eine ziemlich lange Zeit größtenteils bleiben, für die nächsten Wochen oder Monate. Das wird eine heftige Zeit, die jetzt auf uns kommt. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Superstar Mode. Und vielleicht habt ihr schon viel zu viel von diesem Thema gehört, vielleicht wollt ihr gar nichts mehr davon hören, vom Coronavirus und so, aber... Es ist gerade ein Jahrhundertereignis, da wird man noch in 10, 20, 100 Jahren davon sprechen. Und wir leben gerade in dieser Zeit und irgendwie habe ich das Bedürfnis, ein bisschen darüber zu sprechen und auch euch zu fragen, wie die Situation bei euch aussieht. Weil bei mir sind jetzt ab Montag die Schulen geschlossen für die nächsten 3 Wochen und dann fangen gleich direkt die Frühlingsferien an. Oder die Osterferien, wie auch immer man die nennen will. Und ja, also habe ich jetzt 5 Wochen einfach keine Schule. Oh nein, nein, ich will nicht sterben. So, yes, perfekt. So, und ja, ich bin mal gespannt, wie es bei euch ist. Also in Deutschland sind, glaube ich, noch nicht ganz alle Bundesländer, gesagt, dass die Schulen geschlossen werden. Also jetzt in der Schweiz wurden jetzt gestern am Freitag, dem 13., ja, sogar ein Freitag, der 13. war es, ist jetzt offiziell bundesweit am ganzen Land sind die Schulen geschlossen. Und wo will ich eigentlich hin? Nein, ich will beim, dort gibt es auch eine Sub-Area im Dorf. Ja, da wurden jetzt alle Schulen geschlossen und jetzt ist halt Distance Learning. Aber schon ziemlich krass. Also Coronavirus, das war jetzt so im Dezember, Januar kam das so zum ersten Mal in den Medien und so in China, war schon krass, aber hat uns jetzt nicht so sehr betroffen, aber jetzt betrifft es halt uns, also jetzt die junge Generation jetzt nicht wirklich, weil es ist anders als zum Beispiel Influenza, also die Grippe, die normale Grippe, sind ja eigentlich alle betroffen und da gibt es auch eine Impfung, so, aber jetzt beim Coronavirus es ist hauptsächlich immunschwache oder alte Menschen, gut, alte Menschen sind auch immunschwach, einfach betroffen und da muss man einfach auf die aufpassen, das ist egoistisch, wenn man einfach so weiterlebt wie auch sonst. Oh, ich glaube, die Münzen hole ich dann mit Kapi. Ist egoistisch, wenn man da einfach weiterlebt, aber ganz wichtig, man darf nicht die Lebensfreude verlieren, ganz wichtig, also ich weiß, man ist jetzt ziemlich eingeschränkt, manche Aktivitäten, vielleicht sind die größten Hobbys davon betroffen, aber es gibt sich viele Aktivitäten, die man sonst machen kann. Also ganz wichtig, gerät nicht in extreme Panik, verliert nicht die Lebensfreude, macht das Beste aus Situation, man kann nichts ändern. Oder man hat keine Verantwortung, keine Macht über das, wie sich der Coronavirus entwickelt. Man kann nur einen kleinen Beitrag leisten, aber muss halt einfach die Regeln befolgen, die jetzt von der Regierung vorgeschrieben sind. Aber ganz wichtig, nicht die Lebensfreude verlieren. Wir können jetzt zum Beispiel ganz viel Videos machen. Also ich kann jetzt ganz viele Videos machen, ich kann ganz viele Videos schauen, ich kann ganz viel zocken, aber es gibt auch andere Aktivitäten, die man machen kann. Also jetzt haben wir Zeit, um viele Sachen zu machen. Ja. So. Oh nein, ich war zu langsam. Ich war zu langsam. Das ist nicht so gut. So. Aber ja, es ist eigentlich ziemlich spannend. Ich bin auch sehr gespannt, wie das aussehen wird, weil jetzt haben wir eben Distance Learning. Und für die nächsten 3 Wochen, ich habe keine Ahnung, wie das sein wird, ob wir nur Aufträge per Mail bekommen, wir dann die als selbstdiszipliniert lösen müssen, wie die Lehrer neue Inhalte teilen werden, weil die Lehrer betonen immer wieder, ja, das sind jetzt keine Ferien, wir lernen immer noch weiter, halt einfach auf eine andere Art, aber ich glaube schon, dass es chilliger sein wird als sonst, also es ist schon ein bisschen wie Ferien, aber nicht ganz. Und ich bin irgendwie gespannt, wie das sein wird, weil einfach Ferien machen kann man jetzt nicht, weil der Schulstoff muss weitergehen. Wir müssen... Oh, jetzt bin ich tot. Ist auch nicht schlecht, weil ich musste sowieso wieder zur Vogelscheuche. Aber wir müssen da einfach den Lehrplan immer noch verfolgen, weil sonst müssen alle eine Klasse wiederholen oder keine Ahnung, wie das sein wird. Also wir müssen immer noch schauen, dass die Sachen den Schülern beigebracht werden. Also der Lehrplan muss immer noch weitergehen nach Plan, so gut wie es geht. Und ja, ich bin gespannt, wie das sein wird. Aber was mich erstaunt hat, ist, dass wir etwa eine Stunde nachdem offiziell war, dass alle Schulen in der Schweiz geschlossen werden, ab nächster Woche, da bekamen wir eine Mail von der Schulleitung, wo sie gesagt haben, dass die Prüfungen trotzdem stattfinden werden, vor Ort, in der Schule, aber bei speziell hygienischen Maßnahmen und sicherlich nicht um 8 Uhr morgens bei Stoßzeiten, sondern irgendwie frühestens um 10 Uhr oder so. Aber jetzt
gibt es auch die Info, dass am Montag es eine Lehrkonferenz geben wird, wo sie darüber entscheiden werden, wie das genau sein wird mit den Prüfungen. Vielleicht werden sie trotzdem abgesagt, die Prüfungen. Ich bin extrem gespannt, weil die meisten auf Twitter haben geschrieben, dass die Prüfungen verschoben werden oder sie gar nicht stattfinden oder sonst etwas. Also an erster Stelle ist natürlich, dass der Stoff beigebracht wird, aber natürlich muss er auch geprüft werden. Das ist einfach so, wie das Schulsystem funktioniert. Das Schulsystem kann kritisieren, wie man will, aber so wie es jetzt funktioniert, ist halt einfach so, das wird geprüft mit normalen Prüfungen und die müssen halt auch irgendwie stattfinden. Und da bin ich echt gespannt, wie das sein wird. Und vielleicht ist es auch unmöglich, vielleicht werden die auch abgesagt. Also ich werde mich vielleicht in einer Woche oder so wieder bei euch melden und in einer neuen Folge von Superstar Mode und erzählen, wie so die erste Woche so war. Jetzt in der Klasse hatte jemand die Idee, einen Discord-Server zu machen, wo wir gemeinsam die Hausaufgaben lösen können. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, weil auf WhatsApp, wenn man da einen Gruppenchat hat, wird der schnell voll gespammt, man hat schnell die Übersicht verloren. Und ja, auf Discord hat man jetzt viel mehr die Übersicht und hat auch Voice-Chats und so. Also ich bin echt gespannt, wie das umgesetzt wird. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch ist, mit den Prüfungen und so, mit der Schule. Falls ihr in die Schule geht, aber ich denke mal, die meisten von euch gehen in die Schule. Und ja, es wird spannend. Es ist ein Jahrhundertereignis, da werden wir noch in Jahren davon sprechen. Und wir leben gerade in dieser Zeit. Und natürlich darf man es jetzt nicht verharmlosen und es irgendwie cool finden oder so. Man muss immer noch aufpassen, man muss die ältere Generation dringend schützen. Und ich habe sicher Bock auf diesen Mond, ich hole zuerst den unter der Pyramide. Ja, also mal sehen, wie sich das entwickeln wird. Yes. Und wo kommt jetzt der Mond hin? Okay, gleich direkt darunter. Okay, aber da rutsche ich doch, oder? Ah nein, ich rutsche nicht. Weshalb konnte ich jetzt nicht kein Cappy Dive machen? Weil ich zu kurz auf dem Boden war. Okay, so, aber ich gehe jetzt wieder hoch. Ja, also ich bin jetzt gespannt, wie das laufen wird, ob das System irgendwie zusammenkracht, weil jetzt mit der Schulschließung gibt es ein Problem, denn die Kleinkinder, also erste Klasse, zweite Klasse und so, die kann man nicht einfach so zu Hause lassen, wenn die Eltern immer noch arbeiten, wenn die nicht Homeoffice machen müssen oder können, da bleiben halt die Kinder alleine zu Hause und das muss man halt auch irgendwie unter Kontrolle kriegen. Ah, nein. Und ja, die Kinder dürfen eben auch nicht zu den Großeltern. Das hat die Regierung ganz, ganz deutlich gemacht, weil das wäre dann extrem kontraproduktiv, wenn die Kinder dann zu den Großeltern, die ja extrem zur Risikogruppe gehören, wenn sie dann dort zur Betreuung gehen. Und dann müssen jetzt halt die Kantone in der Schweiz selber schauen, wie sie das mit der Betreuung von Kindern machen. Und ich hoffe, das funktioniert irgendwie. Ich hoffe, die finden da eine Lösung, aber ich habe Vertrauen, dass es geht. Also die Regierung, die weiß schon, was sie machen, dort sind Experten. Und vielleicht hat man zuerst so das Gefühl, dass sie nur Panik machen oder so, aber jetzt ist die Lage, glaube ich, wirklich ernst. Und ja, mal sehen, wie das so ist. Aber in anderen Ländern, wo jetzt die Infrastruktur nicht so gut ist, haben, glaube ich, noch mehr Probleme. So zum Beispiel mit den Krankenhäusern. Da gibt es andere Länder, wie zum Beispiel Polen. Da meine Mutter kommt aus Polen, also ich bin halber Pol, deshalb kenne ich das. Da sind die Krankenhäuser nicht wirklich auf dem selben Stand wie jetzt in der Schweiz oder so. Und da sind jetzt bei der Corona-Krise extrem überlastet. Und da gibt es Gerüchte, dass es extrem strenge Kontrollen geben wird, wenn man aus dem Haus geht. Und da wird das öffentliche Leben noch mehr eingeschränkt. Und ja, da müssen wir halt durch diese Zeit. Aber die Zeit wird vorübergehen. Kann Monate dauern, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein ganzes Jahr. Mal sehen. Die Zeit wird vorübergehen und wir müssen einfach das Beste aus Situation machen. Ganz wichtig, nicht die Lebensfreude verlieren. Einfach das Beste aus Situation machen. Wir können nicht viel ändern, einfach die Maßnahmen befolgen. Und weshalb schaffe ich jetzt nicht zu diesem Mond zu kommen? Also wir müssen einfach ja, die Regeln befolgen und das Beste aus Situation machen. Und vielleicht habt ihr auch schon die Kurve gesehen,
Kurve gesehen in den Medien, also es gibt ja den Hashtag flatten the curve, also die Kurve flach machen. Da will ich auch ganz kurz mathematisch ganz kurz erklären, worum es da geht. Sorry, falls ich jetzt ein bisschen damit nerv, aber Mathematik ist jetzt gerade in dieser Zeit ziemlich spannend. Also Mathematik im Vergleich mit, also mit der Corona-Krise ist halt ziemlich spannend. Es gibt so zwei verschiedene Kurven, die man häufig sieht. Moment, man muss sich, ich glaube, ein Weitsprung ist sogar, ist da klüger, oder? Ah, jetzt komme ich da. Ah, ich glaube, ich muss da rein, dann geht's besser. Okay, ich bin viel zu lange an diesem Mond dran. Aber mathematisch gibt's so, es gibt so zwei Kurven, die man häufig in den Medien sieht. Die eine Kurve zeigt an, wie viele totale Corona-Fälle es gibt in der Zeit. Also die X-Achse ist eigentlich immer die Zeit, sehr häufig. Und diese Kurve ist zuerst exponentiell und dann nimmt sie ab, als ist eine logistische Kurve. Und glaubt mir Leute, falls ihr irgendwie Mathematik nicht mögt oder so in der Schule, das kann ich auch durchaus verstehen, wenn man Mathematik nicht mag. Aber bei einem Thema müsst ihr gut aufpassen, und zwar Exponentialfunktion. Weil Exponentialfunktionen kommen extrem häufig, kommen extrem häufig in der echten Welt vor und da ist durchaus sinnvoll, wenn man versteht, was da vor sich geht. Also Exponentialfunktionen sind etwas ganz anderes als Potenzfunktionen. Potenzfunktionen steigen zwar auch ziemlich schnell, aber das ist etwas komplett anderes als Exponentialfunktionen. Und es ist wichtig, dass man versteht, worum es da geht. Aber beim Coronavirus kann es ja nicht unendlich exponentiell gehen. Irgendwo gibt es einen Wendepunkt, und wo die Kurve dann zu einer Rechtskurve, finde ich, zu einer Linkskurve, genau. Ich glaube, so ist es. Und dann gibt es auch eine andere Kurve, die zeigt, wie viele neue Fälle es pro Tag gibt. Die Kurve sieht dann irgendwie so aus. Und bei dieser Kurve ist eben der Hashtag flatten the curve so wichtig, weil da geht es darum, diese Kurve abzuflachen. Abzuflachen, damit eben die Gesundheitszentren, also Krankenhäuser und so, nicht überlastet sind. Und eben diese Kurve ist eben mathematisch gesehen die Ableitung der anderen Funktion. Also dort, wie die andere Kurve einen Hochpunkt hat, ist eben bei der anderen Kurve der Wendepunkt. Also ja, Mathematik spielt eine große Rolle und ja, Ableitung, falls ihr das gerade habt in der Schule, das ist gerade extrem wichtig in dieser Zeit. So, aber ich will euch jetzt nicht mit Mathematik nerven. Ich glaube, wir haben schon genug gesprochen über dieses Thema. Und eigentlich hätte ich jetzt normalerweise gestritten, da diese Versuche bei diesem Mond, aber dieses Thema ist halt jetzt ein Jahrhundertereignis und man muss ein bisschen darüber sprechen, habe ich das Gefühl. Ich habe jedenfalls das Bedürfnis, ein bisschen darüber zu sprechen, aber ich glaube, in den nächsten Videos werde ich nicht darüber sprechen. Und, oh lol, da komme ich jetzt gar nicht hin. Muss ich rundherum gehen? Muss ich rundherum? Vielleicht schon. Jedenfalls wird die nächste Zeit spannend und mal sehen, wie es das einfällt. In einer Woche etwa gebe ich euch ein Update in der nächsten Superstar-Mode-Folge, wie es weitergeht, wie das Distance Learning so funktioniert hat. Bin ich echt gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und ja, und in den nächsten Videos will ich nicht mehr über Corona sprechen. Ich glaube, es einfach ein bisschen ablenken ist auch wichtig. Also es ist wichtig, sich zu informieren. Also mindestens zweimal pro Tag irgendwie die Mails checken von der Schule und auch die Medien, die Nachrichten lesen, und einmal pro Tag, damit man weiß, ob es irgendwelche neue Maßnahmen gibt. Es kann sich jeden Tag etwas ändern, also muss man wirklich up to date bleiben. Also wenn man jetzt irgendwie jemand ist, der wenig News liest normalerweise, ist es, glaube ich, die Zeit, wo man sein Verhalten ändern sollte. Und ja, in den nächsten Folgen will ich wenig davon sprechen, weil ein bisschen Ablenkung ist auch wichtig. Ein bisschen das Leben trotzdem genießen, einfach das Beste aus Situationen machen, ist sehr wichtig. Und ja, wir sind jetzt da eigentlich, um Spaß zu haben am Superstar Mode. Und ich frage mich jetzt gerade, wo es noch Sub-Areas gibt, die ich machen könnte. Ich glaube, die haben wir jetzt eigentlich größtenteils alle. Aber was ich gesehen habe, als ich mit Jaxi unterwegs war, war das Cooper Pfeillaufen. Das sieht jetzt ziemlich crazy aus und, stimmt. Da muss man auch mit Jaxi hin. Das muss ich jetzt auch noch probieren. Weil Jaxi kann, glaube ich, in Lava laufen. So, aua. Ich kann jetzt Jaxi da rufen bei der Bushaltestelle. So, es sind keine Stoßzeiten jetzt. Es ist mitten am Tag. Mittag, also. Oh, da wird man getroffen. Lol. Also, wir können die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. So. Also, Jaxi, öffentliche Verkehrsmittel. Gut, es gibt keine andere Person, wir sind sicher. So, aber jetzt will ich nicht mehr vom Thema sprechen. Jetzt geht's um den Mond.
muss ich jetzt, glaube ich, da hoch. Genau, daran erinnere ich mich. Den habe ich damals in den Livestreams auch gemacht. Ach, und übrigens, Livestreams werden jetzt, glaube ich, kommen. Ja, jetzt habe ich die Probleme alle größtenteils gelöst. Livestreams werden wahrscheinlich nächste Woche, vielleicht schon dieses Wochenende, keine Ahnung, werde ich wieder live gehen. Das wird ziemlich gut. So, weshalb hat das jetzt nicht gezählt? Nein, kann ich jetzt nicht hoch. Oh, aber eigentlich müsste das ja zählen. Also, Livestream, könnt ihr euch auf Livestreams freuen. Jetzt haben wir mehr Zeit für solche Dinge. Lernen werde ich halt trotzdem müssen, aber ich denke mal, der Zeitaufwand wird um einiges geringer sein als der Zeitaufwand zum Lernen, wenn man jeden Tag in die Schule reist und so. Also, es wird, glaube ich, eine ziemlich chillige Zeit. So. Also, weshalb hat es nicht gezählt? Eigentlich muss man da mit Jax oder mit Miaux, glaube ich, finde den englischen Namen irgendwie cooler. Muss man da hoch? So, nein! Weshalb zählt es nicht? Okay, irgendwas ist da verbuggt. Ich versuch's doch mal. Das Problem ist auch, Miaux oder Jax kann nicht unendlich bremsen. Also irgendwann rennt er viel, weil dann werden seine Pfoten zu heiß vom Bremsen. So. Jetzt ganz langsam. Weshalb zählt es nicht? Normalerweise, da muss man doch mit Miaux hin. Genau an diese Stelle, okay. Normalerweise sollte es ja gehen. Vielleicht geht es erst nach der Hauptstory. Gut, dann holen wir einen anderen Mond, den ich gesehen habe, das Kupferpfeil laufen. Das wird interessant. So, wo muss ich hin? Kann ich da überhaupt weg? Nein, schaffst du das nicht, Miaux? Nein. Warum? Okay, dann muss ich einen neuen holen oder dich wieder da hier beschwören. Oh nein, jetzt bin ich tot. Weil ich dort ein Leben hatte. LOL. So, und das sind jetzt alle Münzen vom Tod, aber die kann man ja wieder einsammeln. Die kann man ja wieder einsammeln, die Münzen. So, gut, jetzt bin ich wieder finanziell wieder sicher. Aber Mario hat kein Problem mit den Finanzen. So, habe ich diesen Vogel eigentlich schon? Habe ich den schon? Nein, habe ich noch nicht. Alles klar, dann holen wir den. Der ist, glaube ich, exakt gleich wie im Originalspiel. Der wurde jetzt, glaube ich, nicht überarbeitet. Dann, stimmt, das gibt's doch. Nein! So, also mit Miaux da hingehen, dann das aktivieren und dann wieder auf Jax rauf. Ah, das ist ein Schlüssel. Oh lol, ich glaube, man muss das ohne Jax machen. Das ist, glaube ich, besser. So, also wenn ich mich richtig erinnere, war im Originalspiel, war einfach auf der anderen Seite der Mond. Und jetzt muss man halt den Schlüssel holen und noch zurück. So, geht das noch? Nein! Oh, das ist extrem knapp bemessen. Ist extrem knapp. Aber im Originalspiel war einfach auf der anderen Seite ein Mond, wenn ich mich nicht täusche. Und ich glaube, ich teleportiere mich dahin. Das geht schneller. Ich blende jetzt trotzdem alle Tote rein, weil es gibt irgendwie eine Person oder zwei Personen, weiß gerade nicht, in den Kommentaren, welche die Tote zählen, was ziemlich cool ist. Also vielen Dank dafür. So, jetzt geht es, glaube ich. So, Weitsprung. Also ich werde jetzt trotzdem alle Tote einblenden, aber wirklich, ihr müsst nicht einen Death-Counter machen, weil der wird ziemlich schnell explodieren. So, alles klar. Mond. Da, jetzt kann ich, glaube ich, noch den anderen Mond holen. Also, die Silhouette davon und dann kann ich mich nicht retten. So, aber wo geht's eigentlich jetzt noch hin? Wie lang ist die Folge? Ich glaube, keine Ahnung, hat die Folge jetzt eine angenehme Länge? Nein, ich mach noch das Kupferpfeil laufen. Jetzt, wie geht das? Ich gehe mal zu dem Kupferpfeil hier hin. Und ich sterbe. Da kann man fast nicht draufstehen. So, jetzt kann ich mit ihm sprechen. Und wie viele Punkte brauche ich? 80, oder? Oder 60? Was war das? 80, okay. Und jetzt versuche ich mal das mit Jaxi zu machen. So, das war, glaube ich, gar nicht so schlecht, oder? Ja, ich glaube, das reicht, oder? Nein. Okay. Und jetzt werde ich getroffen und ich sterbe. Also ich glaube, ohne Peach oder Mario Amiibo ist das fast nicht möglich. Also, schreibt in die Kommentare, falls ihr eine andere Idee habt, wie ich das machen kann. Aber ich hole jetzt schnell die Amiibo. So, also ich scanne jetzt mal die Mario Amiibo. Weil da wäre ich jetzt unverwundbar für eine Zeit. Ich bekomme zwar immer noch diese Animation. Aber ich nehme keinen Schaden. Also mit der Peach Amiibo würde ich einfach ein 6er Herz bekommen. Aber die Mario Amiibo eignet sich da jetzt, glaube ich, sogar besser. Für diesen Fall. Einfach, das geht auf Zeit. Da kommt ein
Remix von einem alten Super Mario Lied da. Und dieses Remix kam, glaube ich, in Super Mario 3D zum ersten Mal vor. So, aber das ist jetzt, das sind jetzt 100 Punkte, oder? Yes, schön. Aber ich weiß, wie man es ohne Amiibo machen soll. Mit Jaxi, aber Jaxi kann man so schlecht kontrollieren. So, die Folge hat, glaube ich, schon eine angenehme Länge, keine Ahnung. Diese Folge ist ein bisschen anders normalerweise. Ich spreche jetzt im Superstar-Mode nicht von anderen Themen, aber es hat einfach jetzt einen Ausnahmezustand. Eben schreibt in die Kommentare, wie die Situation bei euch ist mit dem Coronavirus. Findet das übertrieben, aber ich glaube, nein. Also ich glaube, die Regierung weiß schon, was sie macht. Das sind Experten. Also sie lassen sich von Experten beraten, von Pandemie-Experten. Und die wissen, glaube ich, schon, was sie machen. Also, ja, schreibt in die Kommentare auch, was ihr jetzt machen werdet in den nächsten Wochen. Ich werde jetzt mehr Videos machen. Und auch streamen, vielleicht auch durch den Tag, nicht nur am Abend. Mal sehen, es wird eine spannende Zeit. Ein Jahrhundertereignis. So, also vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge. Lass einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal für weitere Videos, die jetzt in der nächsten Zeit wahrscheinlich häufiger kommen werden. Also, bis dann und tschüss.